Freifeiertag. Wir haben Mayday. Frank Pisano schrie im letzten Juni über das Mikrofon zum Air Control Tower am John Wayne Airport. Einer der beiden Triebwerke seiner Cessna von 1975 hatte versagt, und er befand sich jetzt auf Kollisionskurs mit einer der verkehrsreichsten Autobahnen Amerikas, der Interstate 405 südlich von Los Angeles, und es gab kein Halten mehr. Auf der 405, in der Nähe der Start- und Landebahn des Flughafens, fuhr John Meffert nach Süden. Ein Feuerwehrkapitän, Meffert, 47, ging von seiner Schicht nach Hause und hatte an diesem Freitagmorgen nichts vor sich, aber das Wochenende des 4. Juli vor ihm. Dann fiel ihm ein tieffliegendes Flugzeug ins Auge. Nachdem er einen zweiten Blick darauf geworfen hatte, kam ihm ein Gedanke in den Sinn: Dieses Flugzeug wird mich treffen, sagte Meffert zu Fox 8. Er hatte recht. Das Flugzeug knallte in die Mitte der Mediane, tauchte ein paar Meter auf und klammerte sich dann an die Front von Mefferts SUV. Es hörte schließlich auf, nachdem er die Trennwand auf der südlichen Seite getroffen hatte. Meffert zog um. Er war unverletzt, und sein SUV hatte nur eine Delle und einen großen Kratzer erlitten, also wandte er seine Aufmerksamkeit dem Flugzeug zu. Er rannte auf den Rauch zu, und dann sah er Franks Frau, Janan Pisano, auf der Beifahrerseite aufstehen. Als Meffert das Flugzeug erreichte, brannte ein Teil des Rumpfes und Janan, die mit Blut bedeckt war, versuchte, ihren Mann aus dem Wrack zu ziehen. Meffert, der befürchtete, das Flugzeug würde explodieren, führte sie dahinter in Sicherheit. An diesem Punkt war der Verkehr zum Stehen gekommen, und zwei Krankenschwestern sprangen aus ihren Autos heraus, um zu helfen, Janan weiter wegzuführen, als Meffert für den Piloten zurücklief. Frank war durch den ersten Unfall ohnmächtig geworden, aber jetzt war er bei Bewusstsein und lag auf beiden Sitzen. Ich werde dich rausholen, sagte Meffert, als er sich unter die Arme des Piloten stellte und ihn vorsichtig aus dem Cockpit hob. Meffert, ein ehemaliger Sanitäter in der Marine, war sich vollkommen bewusst, dass, wenn Frank einen gebrochenen Rücken erlitten hätte, ein irritierender Dreh ihn lähmen könnte. Aber Meffert musste sich beeilen. Er zog den Piloten vom Flügel und trug ihn zur Seite der Autobahn in Sicherheit, wo sie sahen, wie Flammen das Flugzeug überfluteten. Der Pisanos verbrachte 3 Wochen im Krankenhaus. Frank erholte sich von 6 gebrochenen Knochen im Rücken und Janan erholte sich von 5. Bemerkenswerterweise war Mefferts Auto der einzige, der vom Flugzeug getroffen wurde. Wäre Meffert eine Sekunde oder 2 schneller gewesen, hatte Frank dem Orange County Register gesagt, der linke Propeller hatte den Deckel von seinem SUV gerissen und ihn umgebracht. Ich spiele alle was wäre wenn's langsamer, schneller. Es hätte eine ganz andere Wahl sein können, sagte Meffert zu Fox 8. Wir hatten einfach eine Menge Engel. Als nächstes lesen Sie die Geschichte darüber, wie 2 Piloten von Oahu nach Hawaii flogen, als ihr Motor anhielt.